Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Video hier auf unserem Kanal von Gate to the Games. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, machen wir kein Unboxing mit euch, sondern zeigen euch einfach mal alle Karten aus dem neuen Yu-Gi-Oh! Premium Gold 2 Return of the Blinks Set. Und zwar haben wir sie hier, das gesamte Set, 91 Karten, 21 Gold Secret Rares und 70 Gold Rares. Und die wollte ich einfach mal mit euch durchgehen, damit ihr hier einfach mal schauen könnt, welche Karten in dem Set so drin sind. So, die haben wir hier alphabetisch sortiert, einfach weil es einfacher ist, als jetzt mal eben die ganzen Nummern hier zu sehen. Die sind auch zu klein, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es hier schnell nach Alphabet, ist auch für euch vielleicht einfacher. Und ja, legen wir einfach mal los und schauen uns an, was es da so für Karten drin gibt. Die ersten 21 Karten sind die Gold Secret Rares, erkennt man hier an dem Effekt. Haben zusätzlich zu den normalen Gold Rares noch diesen schimmernden Holo-Effekt, den man normalerweise von den normalen Secret Rares kennt. Und wir gehen einfach mal los. Die erste Karte, die wir hier haben, ist der absolute König Düsenjack. Die kostet bei uns im Shop so 49 Cent, weil die ist einfach wirklich, die kriegt man ziemlich häufig und ist zwar eine ziemlich coole Karte, aber wenn man die so oft hat, können wir die natürlich auch zu günstigeren Preisen anbieten. Viele von diesen Gold Secret Rares gibt es relativ günstig zu haben. So, gehen wir weiter. Da haben wir Aufschlagen, eine alte bekannte Karte, Angriff der Lichtbrigade. Amadeus, Hüter der Grenzen. Die aufblühende Blumenzwiebel, die es damals in Storm of Ragnarok gab. Austausch des Geistes. Bläugiger weißer Drache. Bujin Yamato, das ist schon eine der besseren Karten jetzt hier. Buch des Mondes. Betäubende Magierin. Der große Magiebuchturm kostet auch schon ein bisschen mehr. Der kostet so, ja, so ein Fünfer ungefähr. Der Mathematiker ist eine von den begehrteren Karten hier. Ist auch nicht so leicht zu kriegen. Kostet bei uns im Shop 6,99. Hier könnt ihr euch ja mal anschauen. Kennt man ja auch schon. Elemental Halt in Athenaios. Ernste Warnung. Ich habe jetzt auch echt keine Ahnung, wie lang das Video hier wird. Deswegen muss ich erstmal schauen bei 91 Karten, wie lange das so dauert, das alles vorzulesen. Elemental Prisma, Exodia die Verbotene. Hier haben wir es. Eine der wertvollsten Karten des Sets. Der Kopf der berühmten Exodia. Arme und Beine sind auch mit dabei. Hier hat man die Möglichkeit, die Karte als Gold Rare natürlich zu bekommen. Insgesamt, der Kopf kostet bei uns im Shop 11,90 und ist damit eine der teuersten Karten des Sets. Können wir mal jetzt extra legen. Dann haben wir den Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin. Formelsynchron. Fallenstellerin Dionaea. Fallenstellerin Atraxis, kommen die ganzen Fallensteller. Beziehungsweise jetzt fortgeschrittene Ritualkunst. Da haben wir die Feindkontrolle. Fallenstellerin Nepenthes. Die Myrmeleo. Den Gojo-Wächter, den kennt man auch. Waren alles eben früher mal Gold Rares gewesen, bis auf die Gold Secret Rares, die alle neu sind. Hier haben wir den fünfköpfigen Drachen, den Gerümpelriesen, glaube ich auch 49 Cent bloß. Macht natürlich schon was her, wenn man diese Karten hier sich mal anschaut. Sieht schon wirklich ziemlich geil aus. Graffa, der damals aus dem Gates of the Underworld Structure Deck war. Gortz, der Gesandte der Finsternis. Der Bootsmann der Unterwelt, Geist Charon. Gyzarius, Herold der Vollkommenheit. Isolde, Schönheit der Unterwelt. Ein paar Katzen hatten wir ja. Ein paar Katzen vor allem, ja. Ein paar Karten hatten wir ja schon bei unserem letzten Unboxing-Video. Hier, das kommt davon, wenn ich nebenbei gleich noch lese. Multitasking und so. Haben wir den Katzenhai jetzt hier. Ein paar hatten wir ja schon bei unserem Unboxing-Video von den Karten hier. Deswegen kennt ihr vielleicht schon die ein oder andere Kettenverschwinden, den Kartenkavallerist. Das Kartenvernichtungsvirus. Hier haben wir das linke Bein der Verbotenen und den linken Arm. Den Löwenzahnlöwe. Hier haben wir die Chain. Das ist die wahrscheinlich teuerste Karte des Sets. Ich glaube, die. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, die kostet bei uns 12,49 oder 11,90. Ich kann es gerade gar nicht genau sagen. Jedenfalls ist es eine von den Shortprint Gold Rares und sehr beliebt. Ist schon ziemlich cool, wenn man die kriegt. Wir hatten wirklich nur ein paar davon drinne. Also, wenn ihr die kriegt, könnt ihr euch echt glücklich schätzen. Dann haben wir hier den maskierten Held Anki. Mein Körper als Schutzschild. Den Meister Hyperion, damals aus dem Lost Sanctuary Structure Deck. Metallion, Herr der Zeit. Das mystische Ungeheuer von Sekret.
Meine deutsche Königin Tiaramisu, Naturia Barkion und Ungeheuer, das Biest. Jetzt sind wir bei N schon angekommen. Da haben wir die gefrorene Lady Gerechtigkeit, Nummer 21, Nummer 14, Gieriger Sarameya. Wenn ich euch zu schnell bin, dann schreibt das in die Kommentare. Dann mache ich das nächste Mal langsamer, ob ihr überhaupt sowas nochmal sehen wollt, ob das interessant ist für euch, dass ihr mal die ganzen Karten hier seht. Hier haben wir Nummer 101, Lautlose Ehre Arc. Auch einer der besseren Karten, der teureren Karten im Set. Lege ich auch mal beiseite. Ich könnte auch mal, fällt mir ein, einfach mal die teuersten Karten zur Seite legen. Da haben wir die Chain, ich glaube, das, und die Exodia. Die darf ich natürlich nicht vergessen. Ah, nee, die habe ich ja schon hingelegt. So, können wir ja nachher mal gucken, was denn da so übrig bleibt. Da haben wir hier den Nummer 95 Galaxieaugen Dunkel Materie Drache. Ist auch eine der besseren Karten. Obwohl sie ziemlich oft vorkommt, trotzdem noch relativ teuer. Da haben wir den Pero Pero Zerperus. Ob das vom Spanischen kommt, keine Ahnung. Der Paralleltwister. Rangsteigerungszauber Astralkraft. Der Ring der Zerstörung. Ruf der Gejagten. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Die kennt ja jeder. Die Rosenfreundin, der Rosenpaladin, Rangsteigerungszauber Barianskraft, Numeronskraft und hier haben wir Raigeki. Das sieht natürlich in Goldray auch immer ziemlich nice aus. Zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Wer es nicht kennt, ist selber schuld. Da haben wir den rechten Arm der Verbotenen, das rechte Bein der Verbotenen. Damit hätten wir die Exodia komplett. Können wir sie uns hier nochmal anschauen. Oh, passt gar nicht genau drauf. Zack. Da haben wir es. Da haben wir die komplette Exodia aus dem neuen Set. Und wir machen einfach mal weiter mit dem Schwarzflügel Chris das Morgengrauen. Dem sylvanischen Waisenmammutbaum. Gale. Dem schädelsuchenden Ritter, Straße zum Sternenlicht, Sephylon, der ultimative Zeitherrscher, Schwarzvögel Pinaki, der zunehmende Mond, Nothung, das Sternenlicht. Also diese Synchromonster sehen schon wirklich auch ziemlich geil aus mit dem Goldray-Effekt. Es ist aber echt gar nicht so leicht zu lesen, die Schrift. Ich weiß gar nicht, ob man es hier auf der Kamera lesen kann. Schwarzvögel, Nothung, das Sternenlicht. Na doch, geht. Hier haben wir den Obsidian-Falken Joe. Den Schleier der Finsternis, ein schwarzes Loch, die sylvanische Wohltäterin, Schicksalsschlag, der Topf der Gegensätzlichkeit, Trümmerdrache, Tempel der Könige, törichtes Begräbnis, Tristan, Ritter der Unterwelt, unheilverkündende Schlange, Vorbereitung der Riten. Da haben wir den verdorbenen Drachokytos Niederseelen-Enddrache, der hat mir letztes Mal beim Aussprechen ein paar Schwierigkeiten bereitet, jetzt kann ich's. Den Waffenstillstand, den Weihnachtsunterwäldler aus dem Adventskalender letztes Jahr, den wiederentfachten Sternstaubfunken, Wiederaufleben und als letztes, last but not least, das Zwangsevakuierungsgerät. So, jetzt haben wir mal die teuersten Karten hier beiseite gelegt. Natürlich die Exodia, die Chain. Lautlose Ehre Arc und Raigeki. Da habt ihr jetzt mal alle Karten des Sets gesehen. Das waren sie. Oh. Und die teuersten liegen hier. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht auch ein Abo abschließt, ja genau, ein Abo macht. Und wir würden gerne mal wissen, ob euch das Video gefallen hat und ob wir öfter so eine Videos machen sollen, weil. Ja, ist vielleicht mal ganz schön, wenn man mal die Karten nicht nur als Text vor sich hat, sondern die Karten mal auf einem Video sieht. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.